Schnittpunkte von Parabel und Gerade berechnen. Ja, gegeben sind jetzt diese beiden Funktionen hier, einmal eine quadratische Funktion und einmal eine lineare Funktion. Und die Frage ist, gibt es Schnittpunkte? Wenn ja, welche Koordinaten haben diese Schnittpunkte? Und da wendet man jetzt die Bedingung an, dass man beide Funktionen gleichsetzt. Das mache ich. Ich setze einmal hier den Funktionsterm von f auf der linken Seite des Gleicherzeichens ein und hier den Funktionsterm von g auf der rechten Seite des Gleicherzeichens. Und dann geht man immer so vor, weil, also natürlich geht es ja um Schnittpunkte, aber eigentlich ist es ab diesem Moment einfach nur eine quadratische Gleichung, die du lösen musst. Also die Frage, welches x erfüllt diese Gleichung eindeutig? Und da geht man immer nach drei Schritten vor, man bringt alles auf eine Seite, zweiter Schritt, man fasst zusammen und dritter Schritt, man stellt nach x frei mit irgendeiner Methode. So, jetzt bringe ich erstmal alles auf eine Seite, also minus 0,5x, da rechne ich plus 0,5x, damit es hier verschwindet. Und plus 9, da rechne ich minus 9, damit es hier verschwindet. Dann hat man auf der rechten Seite eine 0. Ich muss aber diese Operation auch auf der linken Seite durchführen. Also 5 halbe ist ja nichts anderes als 2,5. Plus 0,5 sind 3. Und 2 minus 9 sind minus 7. Das ist ganz schön, weil man hat hier immer so ganze Zahlen. Das macht dann immer ein bisschen mehr Laune. So, jetzt ist es ein Nullstellenproblem, weil ich auf der linken Seite quasi alles habe und auf der rechten Seite eine Null. So nennt man das dann und das kann man lösen mit zum Beispiel der PQ-Formel oder mit der ABC-Formel. Ich nehme hier die PQ-Formel, muss aber diese Gleichung noch in Normalform bringen, sonst darf ich die PQ-Formel nicht anwenden. Das heißt, vor dem x² muss eine 1 stehen, hier steht im Moment eine minus 1. Also multipliziere ich einfach die ganze Gleichung mit minus 1. Ja, also dann hätte ich ja hier minus 1 mal minus 1 und schon hätte ich vor dem x² eine 1, muss aber überall die Vorzeichen noch drehen. Ne? Also plus 3x mal minus 1 ist ja minus 3x, minus 7 mal minus 1 ist plus 7. Das darf man nicht vergessen. So, jetzt habe ich die Gleichung, diese quadratische Gleichung in Normalform hier vor mir und kann sagen, diese minus 3, also mit Vorzeichen, ist ganz wichtig, ist mein p und die plus 7 ist mein q. Und das setze ich in diese allgemeine PQ-Formel ein und bekomme dann das hier raus. Rechne ein bisschen und sehe schnell, dass unter der Wurzel etwas steht, was negativ ist. Und in dem Moment weißt du, oha, Diskriminante negativ, es gibt keine Lösung und somit es gibt keine Schnittpunkte von diesen beiden Funktionen miteinander. Und das sehen wir grafisch, die f von x läuft so, die g von x weit daran vorbei, was ist weit, aber hier sieht es jedenfalls weit aus. Und somit wird es niemals zu einem Schnittpunkt kommen. Weil die Gerade kann ich einschätzen, die verläuft so. Und die Parabel, die haut ja hier nur nach unten ab und da nach unten. Also wo soll da irgendwas sich nochmal annähern? Ganz im Gegenteil, im Unendlichen laufen die beiden immer weiter voneinander weg. Es wird niemals zu einem Schnittpunkt kommen. Und deswegen dieser mathematische Fehler beim Rechnen, der einen darauf hinweist.